Vom neuesten Content-Update bis zum Iron Man Zero Skin und wann er in den Item-Shop kommt, sogar bis zu dem nächsten großen Update und wann es veröffentlicht wird und dem nächsten Crew-Paket, alles in diesem Video. Wir haben wieder mal einige nette Informationen in diesem Video zusammengefasst. Bleibt bis zum Ende dran, ist wieder mal einiges Nices dabei. Und die erste Sache, die ihr wahrscheinlich alle mitbekommen habt, ist gestern der Cinematic-Trailer zu den Anime-Legenden. Wir wussten ja schon einige Monate vorher Bescheid, hat ja Epic Games in einem eigenen Blogpost gezeigt, was für Items in diesem Bundle verfügbar sein werden, wird ja 20 Euro kosten und im Einzelhandel ab dem 14. Oktober oder in digitalen Shops ab dem 22. Oktober verfügbar sein. Und dazu gab es gestern einen Cinematic-Trailer mit Anspielung an Chapter 2 Season 2 mit der Musik. Finde ich sehr nice gemacht, er sieht ganz cool aus, nur dass ihr Bescheid wisst und ja, das war's eigentlich. Dann hat Fortnite auch endlich angekündigt, wann Iron Man Zero Set in den Itemshop kommen wird. Leider ohne Lackierung, weil es scheinbar noch nicht geplant wurde, noch nicht fertiggestellt wurde oder bereitgestellt wurde für den Itemshop. Alle anderen Items, also das Outfit, das Rückenaccessoire, die Spitzhacke und das Emote von Iron Man Zero, werden ab dem 29. September um 2 Uhr, also heute Nacht, auch im Itemshop erhältlich sein. Nur, dass ihr Bescheid wisst, Freunde, sehr nicer Skin und dazu gab es jetzt auch ein Promobild. Und mit dem gestrigen Content-Update, dem ersten Update in Season 4, wurden einige Items aus dem Spiel entfernt. Darunter alles Geburtstagbezogene. Also die Ballons, die Geschenke, die Geburtstagskuchen, Pizza-Party, Feuerwerksleuchtpistole, und ja, das war's eigentlich. Also das sind die Items, die entfernt wurden. Der Geburtstagsbus ist weg, die Geburtstagsvorratslieferungen sind weg, die Aufträge sind weg, also ist wieder mal vorbei. Aber eine sehr nice Änderung ist dazu gekommen, denn wir haben wieder mal so eine alte, neue Waffe, sag ich jetzt einfach mal, im Spiel. Die wurde aus dem Tresor geholt, und zwar die Ranger-Schrotflinte. Eine Schrotflinte, die nur einen Schuss hat, den ihr auch sofort nachladen müsst, aber sehr, sehr schnell. Und eine Shotgun, die eine größere Reichweite als alle anderen Kontrahenten hat. Also als alle anderen Schrotflinten hat der eine größere Reichweite, macht auch viel mehr Schaden. Ich liebe diese Shotgun, Freunde. Ich glaube, die ist sogar vor 2 Seasons zum ersten Mal eingeführt worden. Und ansonsten könnt ihr diese Waffe in Truhen und auf dem Boden, aber auch in Vorratslieferungen und Haien finden. Apropos Update, Version 22.10, also das erste große und nächste Update in Season 4, ist nun auf den Staging-Servern und das heißt, es ist jetzt fertig, nächste Woche veröffentlicht zu werden. Wahrscheinlich am Dienstag, aber es kann auch am Mittwoch sein, das kann ich jetzt nicht sagen, einfach nur abwarten. Weiter geht's mit dem Crew-Paket, Freunde, ich habe ja in den letzten Tagen darüber gesprochen, aber wir haben jetzt viel mehr Details, um was für einen Inhalt darin es gibt, und natürlich wurde auch ein neuer Trailer zu diesem Crew-Paket vom Oktober gepostet, sieht sehr nice aus, Freunde, könnt ihr euch mal reinziehen, während ich über das Crew-Paket rede, also über den Inhalt vom Crew-Paket. Wir haben natürlich ein Outfit, wie jeden Monat, den finde ich nicht so krass, Freunde, muss ich ehrlich sagen, also wieder mal der 5-millionste Okay-Skin, nichts Besonderes, Freunde, wir haben gefühlt nur 1-2 gute Skins in den Crew-Paket. Paketen, aber was soll's, der Skin hat zumindest einen weiteren Stil ohne Maske. Danach gibt es noch ein Rückenaccessoire passend zum Skin, eine Spitzhacke, die aber aus dem Rückenaccessoire gezogen wird, eine Lackierung gibt es noch oben drauf und ein Musikpaket plus die instrumentale Version von diesem Musikpaket und die üblichen Boni wie halt Ladebildschirm, 1000 V-Bucks und den aktuellen Battle Pass. Kostet 11,99 €, Freunde, unterstützt mich gerne, falls euch das holt, mit meinem Creator-Code LightSky10. Jeder liebt gratis Items und dazu gibt es heute auch gute Neuigkeiten, denn Discord hat eine neue Kooperation mit Fortnite. Ihr könnt in die Videobeschreibung gehen zum offiziellen Fortnite deutschen Discord-Server und dort findet ihr 6 verschiedene Aufträge für Fortnite und wenn ihr sie abschließt, könnt ihr 3 verschiedene Belohnungen freischalten. Ein Ladebildschirm, ein Banner und eine Lackierung wurde ja letztens geleakt und jetzt offiziell angekündigt. Kann man eigentlich nicht viel mehr sagen. Es gibt auch einen Blogpost, den kann ich euch sicherheitshalber auch unten in der Videobeschreibung verlinken, falls ihr euch mal einige Fragen durchlesen wollt oder sonst was. Als nächstes haben wir einen Leak zu einem neuen Munitionstyp, denn Fortnite arbeitet an einem neuen Munitionstyp namens Phantom und dieser ist entweder für Halloween oder ähnliches geplant, also da können wir jetzt nichts sagen, aber sowas könnt ihr euch vorstellen wie Raketen, Schrotflintenmunition, mittlere Patronen oder auch Energiezellen, die eigentlich nur in Reddit die Welt verfügbar sind. Und Epic Games hat auch einige Dateien zur Selbstzerstörung für ein Fahrzeug aktualisiert und vielleicht sind diese sogar für den neuen Mac gedacht, der aktuell in Arbeit ist. Aber mal schauen, Freunde, sind 2 neue Leaks von Hypixel hier.
Und die letzte interessante Info wurde heute von einigen Content Creators und Leakern gepostet auf Social Media, denn Content Creator werden morgen einen neuen mysteriösen Skin erhalten. Aber was für ein Skin wurde nicht enthüllt, das heißt, wir müssen abwarten, die genaue Uhrzeit wurde auch nicht genannt. Es könnte was zu der Icon Series sein, also von einem Tweet-Streamer oder von einem berühmten, keine Ahnung, Künstler oder so, könnten wir einen weiteren Skin bekommen, so eine Ankündigung oder eine weitere Kollaboration. Deswegen abwarten, abonniert den Kanal. Ich werde euch morgen auf den neuesten Stand halten und euch informieren, was da auf uns zukommt. Das war's mit dem Video, eigentlich recht kurz. Mehr gibt's nicht zu sagen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein und ciao.